Vor letztem Heimspiel RB Leipzigs Personalprobleme verschärfen sich. Einen Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln plagen RB Leipzig erneut Verletzungssorgen. Leipzig einen Tag vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel im Jahr 2020 gegen den 1. FC Köln, 15.30 Uhr, Sky, wird die Liste der Verletzten bei RB Leipzig offenbar immer länger. Das Team von Julian Nagelsmann, 33, ist mit einigen Verletzungssorgen im Gepäck vom 1:0 Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim, Tag 24 berichtete, zurückgekehrt. Unter den Angeschlagenen sind Stammkräfte wie Abwehrhühne Ibrahima Konaté, 21, und Justin Kluivert, 21, der in den vergangenen Partien gegen den FC Bayern München und Manchester United großartig gespielt und jeweils ein Tor erzielt hat. Am vergangenen Mittwoch in Sinsheim war er zur zweiten Halbzeit für Emil Forsberg, 29, eingewechselt worden, hatte den Platz wegen eines Schlags auf die Wade jedoch nach rund 30 Minuten humpelnd wieder verlassen. Für die Partie gegen Köln fällt er daher definitiv aus. Auch ein Einsatz im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg am 22. Dezember sei noch fraglich, sagte Nagelsmann in der RB-Pressekonferenz am Freitag. Konaté hingegen fällt wegen einer Bänderverletzung sogar bis zum Jahresende aus. Es ist nichts mega Dramatisches, so der Trainer, aber er komme definitiv erst zur Rückrunde wieder. Auch Christopher Nkunku, 23, wird frühestens zum Pokalspiel zurück erwartet. Außerdem plagen sich Marcel Sabitzer, 26, und Dayo Upamecano, 22, mit leichten Blessuren, werden voraussichtlich keine 90 Minuten einsatzfähig sein. Trotz aller Sorgen peilt Nagelsmann natürlich den Sieg gegen die Kölner an, um in der Liga einen sehr, sehr guten ersten Teil erfolgreich abzuschließen. Tabelle 1. Bundesliga. Kursverein SP, plus oder minus Punkt, 1 FC Bayern München 14:44 zu 21:33, 2 RB Leipzig 14:25 zu 9:31, 3 Bayern 04 Leverkusen 14:29 zu 14:28, 4 Borussia Dortmund 14:28 zu 18:25, 5 1. FC Union Berlin 14:29 zu 18:24, 6 VfL Wolfsburg 14:20 Uhr 15:24, 7 Borussia Mönchengladbach 14:25 zu 22:21, 8 Eintracht Frankfurt 14:23 Uhr 23 209, SC Freiburg 14:23 Uhr 24 2010, FC Augsburg 14:16 Uhr 19 19:11, VfB Stuttgart 14:26 zu 21:18 12, Hertha BSC 14:23 Uhr 24 16 13, TSG 1899 Hoffenheim 14:22 Uhr 26 15 14, SV Werder Bremen 14:16 Uhr 23 14 15, 1. FC Köln 14:13 Uhr 22 11 16, DSC Arminia Bielefeld 14:09 Uhr 24 10 17, 1. FSV Mainz 05:14 Uhr 31 6 18, FC Schalke 04:14 8:39 4. Stand 3. Januar 2021 23:43 Uhr. Champions League. Europa League. Relegation. Abstieg. Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die zweite Bundesliga ab.
Der drittletzte Platz, Position 16, darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der zweiten Bundesliga.